Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Ja. Wir haben die beiden Hornissen gezähmt und die Aufnahme ist Die futsch. Aufnahme hat nicht funktioniert. Ja, aber es ist ja eigentlich die Leckerei machen, herstellen, die bis zur Hälfte runterklopfen und dann füttern und dann war es auch schon. So, also vorwärts, rückwärts drehen ist... Und Dings, Schusstaste ist Attacke, ne? Ja. Ja. Und aufsteigen ist A drücken. Wenn du loslässt, dann geht's wieder runter. Richtig. Aber wenn es ist, wie sie hoch. Beim Runtergehen holt sie wieder Stamina auf, ne? Ja. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Das heißt, du kannst hochfliegen. Also ich habe das Gefühl, ich muss dann immer ein bisschen loslassen, sonst geht sie zu hoch. Ja, ja. Hat sie auch einen zweiten Gang? Nee. Keine Ahnung, aber so fliegst du über den Boden. Moment. Wir können mal der Kollege da besuchen, ne? Jetzt ist es im Wasser. Nein. Bin ins Wasser gefallen. Oh. Ach, die Hornisse ist noch, hat's geschafft. Also, nicht ins Wasser fliegen. Nicht ins Wasser fliegen. Ich weiß nicht, wie ich... Ach, wie man dreht. Das ist, Eieieiei. So, wo bist jetzt du? Ich habe den Kollegen markiert hier. Okay. Warte, Karte abmachen. Der Händler? Ja. Am besten fliegst einfach mal kurz über den Boden. Da müssen wir lang, okay. Kannst du immer noch aufsteigen, wenn du Stress hast? Okay, das geht übers Wasser, das machen wir nicht. Was passiert denn, wenn sie die Ausdauer komplett verliert? Sturzflug? Keine Ahnung, die geht dann runter, weiß ich nicht. So. Erholen. Treffen wir uns bei ihm da, weil ich habe keinen Schimmer, wo du bist. Ja, kann man machen. Die ganzen Käfer, die können wir jetzt alle einfach hinter uns lassen. Ist ja, das schön. Einfach drüber fliegen. Ja. Musst du nur aufpassen, weil der scheint ganz nah am Wasser zu wohnen. Ich habe den schon überholt. Ich muss schon wieder eine Suppe essen. Mir ist schon wieder kalt. Bleib mal stehen. Zack. Ich glaube, ich sehe sein Boot. Oder seine Butzelbude. Butzelbude. So. Ach, Süppchen. Gott, ich bin froh. Ich hasse den Winter. Ja, genau da. So wie es aussieht, der wohnt auf dem Boden. Ich werde angegriffen von einer anderen Hornisse. Mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Okay, ich bin bei ihm. Ja. Neuner. Kriegst du hin? Ich weiß es nicht. Ich steig ab und lass mich kämpfen. Jo, das mache ich. Das sind 2 gegen 1.
Weil ich habe nämlich keine Lust, wieder diese roten Spinnen da einzusammeln. Okay, das hat funktioniert. Jetzt muss ich meine aber... Ja. Füttern. Bei mir dauert es noch ein kleines bisschen. Du bleibst da. Fallen lassen. So, ist was. Super. Da ist der Kollege. So, wie kann ich einfach über den Zaun drüber und... Genau, wo der Typ ist, dann und einfach runtergehen, den Zaun entlang. Ich bin die Frau mit dem Mond. Darf ich mal sehen, was du ihm angeboten hast? Bauplan, Metallteile. Oh, viel Dekozeug. Rampen, Blumenteppiche, Lampe. Ich komm mal gucken. Hallo. Hier ist Rücken, jetzt findest du. Zehn Pyrit möchtet ihr haben? So, habe ich das alles mit ihm gequatscht? Ja. Gut, dann müssen wir uns erst Pyrit besorgen. Wollen wir dann die Pyrit nochmal abfahren oder zu Hause? Gute Frage. Ich habe gar kein, also ich weiß jetzt gar nicht mehr. Die Pyrit, da muss man wieder da reinfliegen in diese ja. Kirche. Und zu Hause haben wir genug davon, ne? Wir hatten genug gefahren, ja. Ja, welche Richtung geht's denn nach Hause? Mal den Baum markieren. Na gut, dann. Ja, Ausdauer, das ist... Das ist eine Geschichte für sich, ne? Ah, das ist echt... Boah. Das geht gut. Also, ich komme klar. Aber für sie, wenn du immer schön diese Geschichte bis... eine gewisse Höhe, dann runtergehen, Stamina wieder aufbauen, Ausdauer aufbauen. Ist ganz gut. So, ich weiß ja nicht, welche Baum wir besitzen. Ich habe mir markiert. Ja, du. Ich bin übers Wasser, ich kann ja nicht einfach mal... Gehe ich Richtung falschen Baum? So, übers Wasser bin ich schon mal gekommen. Hast du es geschafft diesmal? Ja. Hier ist zu kalt. Och Mann, ey. Da kann man ja mit ihr direkt so. Oben landen, ne? Eigentlich. Wenn sie es schafft. Okay, das ist unser Baum dann rein. Aber du wirst ja bestimmt nicht hochfliegen damit. Nicht? Am
Bienen platt machen ist gut zum Leveln. Und die schafft die Hornisse ja locker. Ist ja fast einfacher, die Hornisse alleine machen lassen. Ich kämpfe, ich sehe aber nicht, ob noch was da ist. Ach, hallo. Hallo. Ich dachte, ich nehme... Honig, ja. Nimm alles mit, was du hier findest. Nachdem wir so viele Verbände gemacht haben. Mhm. Das ist unser Baum hier? Ja. Honig. Wir haben gerade 100 Stück weg. Für die 50 Verbände? Nee, das schafft die Gute nicht hier. Bis zum Baum oben? Nee. Ich muss zwischendurch mal... Hier ist der Elevator. Ich lasse sie kurz aufticken. So weit kann es ja nicht mehr sein. Du hast eine Ahnung. Schick mir mal den Heißluftballon bitte runter. Ja, okay, ich habe verstanden. Habe ich die Pfeife bei mir? So. Nö, ich hab die Pfeife nicht. Warte hier. Isi ist komplett hochgeflogen. Mhm. Die setzt sich aber nicht hin, ne? Die ist immer so am Schweben. So, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen aufwärmen. Nicht zu kalt. Ja, ich muss gucken, wo ich die Pfeife hingetan habe. Baust du dir halt schnell eine neue? Ich glaube, in deinem quasi Nachtschränkchen. Mal gucken. Hier ist er nicht. Hier ist eine drin und eine müsste drüben... Ja, es reicht eine. Ja, da kommt aber nur dein Tier, ne? Der Pfeil. Aber bitte draußen pfeifen. Tja. Menü. Ah, ich baue mal noch eine. Ich weiß nicht, wo die ist. Hm. So, du wartest hier. Das ist gewöhnungsbedürftig. So, die steht. Ich glaube, die baut man im eigenen Inventar. Hast du schon püriert? Ach, ich kümmere mich erstmal um die Pfeife. Nein, ich weiß nicht, wo man die baut. So, Zimtpüriert wieder haben. Teile. Ach, hier. Fasern und Holz, das ist schon alles, ne? Kannst du haben. Okay, man kann wirklich halbieren, nur oder was? Kann man nur halbieren? Man kann nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich auch nicht, deswegen. Ach, das. Ich war schon wieder in die Kistenmenü, das geht gar nicht. Jetzt habe ich die Kiste leer gemacht. Moment. Suchst du den Pyrit? Nee, ich räume aus. Ach so. So. Ach, jetzt habe ich die Pfeife gefunden.
Nee, doch nicht. Es sah nur so aus. Okay. Wenn du eine gebaut hast, dann findest du die. Ah. So, 10 Stück, ne? Ja, und ich will das ja auch machen, ne? Deswegen. Ja, ja, ich. Kannst du die. Ich pack's wieder in die Truhe. Aha. Dann kannst du dir das auch teilen. Nur nicht, wenn du die Truhe aufmachst. Teilen. Hornisten, wer hätte das gedacht, dass wir mit Hornisten mal irgendwann mal. Okay, dann habe ich das auch und dann können wir jetzt wieder zurückdüsen. So, mir ist angenehm, aber ich esse, glaube ich, lieber ein Süppchen. Weil ich krieg Hunger. So. Erstmal Inventar gucken. Habe ich die? Ja. Und Stutzflug. Ich glaube, ich werde die hier absetzen und drüber fliegen. Wieso? Ich habe irgendwie immer so Respekt vor dem Wasser. Ach, du kommst locker drüber. Du musst ja gar nicht die völlige ganze Ausdauer. Ja, hast du recht. Also ich muss sagen, dass meine Ornis kaum Level gekriegt hat gegen die zwei Biene. Treffen wir uns beim Händler, ne? Ja. Naja, besser als der Gecko, ne? Ja, der war so richtig blöd zu steuern, ne? Ja. So, ich bin okay. Auch schon da. Die wartet. Hallo, mein Freund, wir sind zurück. So, ich hab's gekriegt, wenn ich richtig gesehen habe. Ah, Foliant der ungesprochenen alten Sprache. Und jetzt? Müssen wir wieder zum Historiker? Weil der hat ja nichts gesagt, ne? Doch, doch, der hat gesagt, warte mal. Ich habe wieder nicht richtig gelesen. Ja. Zeigt die Karte irgendwas? Wenn ich meine ganz kurz gesehen habe zum Ältesten. Ach, zum Ältesten, ne? Das macht ja auch Sinn irgendwie, ne?
Ja, weil wir haben die Schriftrolle gekriegt, dann müssen wir zum Ältesten gehen. Ja. So. Also fliegen wir zum Ältesten. Das kannst nur du sein. Hoch, runter, hoch, runter. Ja, weil da ist auch eine andere Hornisse und ich habe jetzt echt keine Lust, mich wieder mit der anzulegen. Das kannst nur du sein. Ah, das ist aber trotzdem irgendwie blöd gemacht, ne? Dass man nicht die Höhe halten kann. Ja. Tölpel, den will ich auch nicht unbedingt triggern. So, jetzt rüber da. Das sind Älteste markiert, ne? Ja. Okay, ich bin hinter dir. Ist gut. Zum, zum, zum. Musst du einmal, nee, musst du nicht landen, fliegst du einfach über den Boden. Ich bin einfach über den Boden, ja genau. Nur so über Hindernisse, weißt du, ein bisschen hoch. So wie Felsen. Mhm. Ich habe die Kunst nur auf Hindernisse. Auch wenn man es einmal ein bisschen geübt hat, geht's, ne? Finde ich auch. Hast du Stress? Nein. Ab hier ist sein, ist der Baum und da wohnt der unten dann, ne? Drin. Ja, auf die, aber auf die andere Seite. Ist das sein Baum, ne? Ich, ja. Ja, hier hoch. Hä? Nee, ich bin gespannt, ob ich da richtig gesehen habe. Ich bin da. Also hier ist angenehm warm. So. Ich wäre auch da. So, die Siedler und gib ihm die. Wir müssen die, Was hattest du denn zur Auswahl? Denn der schickt mich noch mal zum Historiker. Habe ich wieder nicht richtig zu Ende gesprochen? Was grün ist? Ist noch nicht gelesen, ne? So, und vorhin war, erzähl den Ältesten von dem Ornis-Angriff. Ja, das ist ja ein altes Ding, oder? Nein, der war noch grün.
ja? Such die Siedler auf und gib die Behauptung, geht ihre Behauptung nach. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Ich bin auch ein bisschen ratlos. Es kann sein, dass ich den. Wir sind hier vielleicht falsch. Wir sind. Masse? Ja, ich schätze mal, wir müssen wirklich zu dem Historiker. Nochmal da runter? Nee. Ist aber auch nichts Neues auf der Karte, ne? Nee, da steht ja dann auch immer Karte aktualisiert und sowas. Also, wir müssen nochmal zu dem hier. Befürchtest. Ja gut, Freunde. Denn er hat uns ja zum Händler geschickt, weißt du? Und deswegen denke ich mal, müssen wir wieder zurück. Ja. Wir machen einen kleinen Cut. Es ist sowieso gleich nachts. Wir fliegen nach Hause. Und schauen wir mal nochmal nach. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.